ganz herzlich willkommen zur Hessenschau an diesem Freitagabend. Schön, dass Sie dabei sind. Und heute haben wir unter anderem diese beiden Geschichten für Sie. Die Frankfurter Zeit, die steckt schon länger in der Krise und soll mit neuen Konzepten wieder attraktiver werden. Und seit 50 Jahren sind Playmobil-Figuren aus keinem Kinderzimmer mehr wegzudenken. Jetzt bekommen sie zum Geburtstag eine Briefmarke. Die Tarifverhandlungen, die stocken. Deshalb wird seit Anfang der Woche im öffentlichen Nahverkehr gestreikt. Erst vereinzelt. Ab heute hat die Streikwelle ihren Höhepunkt erreicht und ist auch bei uns hier in Hessen angekommen. Und die Gewerkschaft Verdi, die bekommt Unterstützung vom Klimabündnis Fridays for Future. Denn öffentliche Verkehrsmittel sind besser fürs Klima. Doch wenn die Arbeitsbedingungen nicht stimmen, wird es schwierig mit dem Ausbau des Nahverkehrs. Tja, Streik auf der einen Seite und teilweise Frust bei den Fahrgästen auf der anderen. Langsam reicht's mit dem Streik. Sollte mal ein Ende haben. Ich finde es in Ordnung, sollen sie machen, das steht ihnen zu. Ich habe zum Teil Verständnis, aber trotzdem nervt es. Keine U-Bahnen und Straßenbahnen in Frankfurt. Keine Trams und Busse in Kassel. Streikbeginn um 3.30 Uhr nachts bei der Kasseler Verkehrsgesellschaft, kurz KVG. Dieser Bus soll die Ausfahrt blockieren. Peter Krausbenhaar ist seit 35 Jahren Busfahrer, aber heute wird er keine Fahrgäste befördern. Die Arbeitsbedingungen müssen aus seiner Sicht dringend verbessert werden. Die Wochenarbeitszeit verringern, dass die geteilten Dienste weniger werden oder dementsprechend auch dem gut vergeudet werden, vergeltet werden. Rund 800 Beschäftigte hat Verdi allein bei der KVG zum Streik aufgerufen. Es geht auch um mehr Lohn schon ab Berufsstart. Denn in der Branche fehlt der Nachwuchs. Wir wollen für bessere Arbeitsbedingungen kämpfen, dass auch mehrere jüngere Leute zu uns kommen und auch hier bleiben, was ganz wichtig ist, weil die Fahrer werden alle älter, die gehen in Rente und da muss auch junge Leute müssen da hinterherkommen. In Kassel gemeinsame Demo von Verdi und Fridays for Future am Mittag und auch in Frankfurt. Das Klimabündnis fordert einen massiven Ausbau des öffentlichen Personennahverkehrs. Es fehlen überall Investitionen, im Ausbau geht es nicht voran und die Arbeitsbedingungen sind einfach nur schlecht. Deswegen fordern wir bundesweit gemeinsam mindestens 16 Milliarden an Investitionen für den Ausbau und bessere Arbeitsbedingungen im ÖPNV. Ein ungewöhnliches Bündnis. Klimaschützer und Gewerkschaft gemeinsam unterwegs für den öffentlichen Personennahverkehr. Wir haben Schnittmengen gefunden innerhalb von der Gewerkschaft Verdi und von Fridays for Future, dass eben eine Verkehrswende und der Klimawandel grundsätzlich ja zusammenhängen und dass eine Verkehrswende halt auch nur mit guten Arbeitsplätzen im ÖPNV funktionieren kann. In Kassel setzt sich auch Busfahrer Peter Krausbenhaar für diese Änderungen ein. So wie jetzt könne es nicht weitergehen. Ich liebe meinen Job eigentlich, stehe jeden Morgen auch gerne dafür früh auf. Aber Familie ist da wenig. Freizeit auch nicht. Vor allen Dingen, wenn man die 8 Stunden hinter sich hat, ist man platt. Ja, und am nächsten Morgen hat man die 10 Stunden dann schon wieder raus. Ist auch hart. 700 Teilnehmer machen sich auf den Weg zum Busdepot. Morgen wird auch noch mal gestreikt. Am Montag gehen die Tarifverhandlungen weiter. Dann sitzt Peter Krausbenhaar schon seit 4 Uhr morgens wieder am Steuer im Bus, quer durch Kassel. Ja, wir haben es eben gehört. In der Busfahrerbranche fehlt der Nachwuchs. In Hessen sind es rund 1.000 Fahrerinnen und Fahrer, die fehlen. Deshalb hat die Marburger Verkehrsgesellschaft einen ganz besonderen Schnuppertag veranstaltet. Da konnten Interessierte mal selbst hinterm Steuer sitzen und gucken, ob der Job überhaupt was für sie wäre. Nach dem Motto, einfach mal ausprobieren und dann entscheiden. Sie haben die Möglichkeit, dieses Fahrzeug auch irgendwann mal selber zu führen. Der liebe Karl-Heinz, unser Fahrlehrer, unterstützt Sie dabei tatkräftig. Lennart Hemmer will Busfahrer werden. Das mit der Durchsage klappt schon mal. Aber bevor er mit dem Linienbus eine Runde über den Betriebshof der Marburger Verkehrsgesellschaft drehen darf, folgt eine Einweisung. Okay, ich mach's mal vor. Also, hier ist meine Kupplung. Da ist der Gang. Wenn wir der Rückwärtsgang wählen, ganz raus, nach hinten. So, okay, jetzt fahren wir nach vorne. Der zweite Gang.
Fürs Busfahren begeistern, darum geht's beim Infotag. Rund 100 Menschen sind gekommen, überwiegend vermittelt von Arbeitsagentur und Jobcenter. Lennart Hemmer aber ist so da. Ich bin eigentlich seit klein auf Eisenbahn interessiert. Und dann irgendwann kam ich mit Bussen in Berührung und dann war da eher das Interesse. Ich mag es draußen zu sein, viel. Also so die ganze Zeit nur zu Hause im Büro zu sitzen oder im Büro oder zu Hause zu sitzen, das ist nicht so meins, denke ich. Ich bin immer eigentlich on Tour. Als zukünftiger Busfahrer könnte er Großes bewegen. 12 Meter lang, 11 Tonnen schwer, 340 Pferdestärken. Doch das allein zieht längst nicht mehr genügend Nachwuchs an. In Hessen sind laut Branchenverband rund 1000 Stellen unbesetzt. Auch in Marburg ein Problem. Wenn wir leicht Busfahrer finden würden, würden wir sowas hier nicht machen. Wir haben 2019 das Problem erkannt, diese Überalterung der Fahrerschaft, und dass 2030 wir in ein Tal der Finsternis sein werden, was Busfahrer betrifft, wenn nichts unternommen wird. Und in Marburg will man den ÖPNV eigentlich weiter ausbauen. Offenbar höchste Zeit, alte Arbeitszeitmodelle über Bord zu werfen. Deshalb haben wir, um uns attraktiver zu machen als MVG in Marburg, zum Beispiel jetzt seit Dezember die echte 5-Tage-Woche eingeführt für unsere Fahrerinnen und Fahrer. 2 Tage frei am Stück, das war bislang nicht selbstverständlich. Auch 13-14-Stunden-Schichten seien Vergangenheit. Lennart Hemmer dürften Tarifverträge und Urlaubstage erstmal egal sein. Der 18-Jährige ist begeistert. Na gut, Spaß gemacht. Der Karl-Heinz, super Fahrlehrer. Glaube ich, kriegt noch Werbung die Woche. Die Marburger Verkehrsgesellschaft wird das freuen. Sie hofft auf weitere Bewerbungen, damit auch in Zukunft ein Bus kommt. In Hadamar-Niederzeuzheim laufen die Vorbereitungen für die Rückkehr der Anwohner. Die Nachrichten mit Claudia. Ja, das ist eine aufwendige Angelegenheit für die Feuerwehr. Das Gasleck hält Behörden ja wie auch Bewohner seit 5 Tagen in Atem, aber es geht voran. Haus für Haus müssen die Messtrupps heute in Hadamar-Niederzeuzheim ablaufen, um die Gaskonzentration vor allem in den Kellern zu messen. Bis zum Abend hat die Feuerwehr rund 80% der 400 Gebäude überprüft. Im gesamten Evakuierungsgebiet müssen die Messungen abgeschlossen sein und müssen negative Ergebnisse haben. Und dann setzen wir uns zusammen und werden dann zuerst mal eine Entscheidung treffen über das Einschalten des Stromes. Trotz der Kontrollen können sich also noch kleine Restmengen in den Häusern befinden. Das Flüssiggaswerk, in dem das Gas ausgetreten ist, hat unterdessen vom Regierungspräsidium Gießen ein vorläufiges Betriebsverbot bekommen. Wenn so etwas auftritt, was ein Präzedenzfall ist, wofür es keine Blaupause gab, auch jetzt im Krisenfall nicht, dann müssen wir die Konsequenz ziehen und erst mal sozusagen die Reißleine ziehen und sagen, Moment mal, bevor es hier weitergeht, müssen wir alles genau schauen, denn es geht um die Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger. Und die können frühestens morgen in ihre Häuser zurückkehren. Der Polizei ist ein Schlag gegen die kriminelle Internethandelsplattform Crime Market gelungen. Eine bundesweite Razzia fand dazu statt und in Hessen wurden die Wohnungen von 6 Männern im Alter von 25 bis 39 Jahren durchsucht. Ihnen wird Missbrauch von Online-Zahlungssystemen sowie Geldwäsche vorgeworfen. Die Plattform ist jetzt nicht mehr erreichbar. Crime Market war eine der größten deutschsprachigen kriminellen Handelsplattformen im Internet mit 25 Millionen Euro Umsatz und 180.000 registrierten Nutzern. Auf der A49 in Kassel zwischen Waldau und Aue-Stadion ist heute Morgen ein Autotransporter ausgebrannt. Der LKW hatte 6 Elektroautos transportiert. Laut Polizei bemerkte der Fahrer im Rückspiegel Flammen am Reifen des Aufliegers. Daraufhin steuerte er seinen LKW direkt auf den Standstreifen. Der 36-Jährige versuchte noch, das Feuer zu löschen, aber vergeblich. Er selbst blieb unverletzt. Die Feuerwehr konnte das Feuer schließlich unter Kontrolle bringen. Die Autobahn musste mehrere Stunden gesperrt werden. Der Schaden liegt bei 300.000 Euro.
Ja, vor anderthalb Jahren wurde Mahsa Amini im Iran von der Sittenpolizei festgenommen, angeblich, weil sie ihr Kopftuch nicht richtig getragen hat. Ja, und während sie in Polizeigewahrsam war, ist sie gestorben. Die Folge war eine Protestbewegung in der Hoffnung auf Reformen im Land. Und auch in Deutschland und bei uns hier in Hessen sind die Menschen auf die Straßen gegangen und haben sich solidarisiert. Heute wird im Iran ein neues Parlament gewählt und viele reformorientierte Kandidaten sind nicht mal zugelassen. Kein gutes Zeichen für viele Exil-Iraner. Weg, weg, weg! Terrorregime weg! Weg, weg, weg! Terrorregime weg! Fast den ganzen Tag demonstrieren heute lautstark Frauen und Männer vor dem iranischen Generalkonsulat in Frankfurt. Im Iran wird heute gewählt. Aus ihrer Sicht eine bloße Farce des Mullah-Regimes. Wir wollen die Stimme von Menschen im Iran sein. Wir wollen sagen, dass diese Wahl überhaupt nicht richtige Wahl ist. Und wir wollen zeigen, dass wir gegen islamische Regierung sind. Etwa 61 Millionen Iraner sind aufgerufen zu den Parlamentswahlen und der Wahl des sogenannten Expertenrates. Doch viele Oppositionelle wurden gar nicht erst zugelassen. Shahnaz Modatab organisiert regelmäßig Demos, will ihr Heimatland nicht aufgeben. Wir müssen weiter kämpfen, dass die Menschen im Iran auch befreit werden, endlich von dieser Barbarei, weil wir leben im 21. Jahrhundert. Ihre Wut auf die iranische Regierung zeigt Nasrin Jalali auf ganz andere Art. Aus Protest läuft sie 500 Kilometer von Frankfurt nach Berlin. Heute ist Tag 7. Mir geht's gut, außer so ein paar Blasen. Aber hey, was ist das hingegen von unseren jungen Leuten, die auf die Straße gehen und sich ihre Leben opfern? Das ist nichts. Mit jedem Schritt, den ich nehme, denke ich an letztes Jahr, genau in dieser Zeit, dass in einem Tag 1500 Leute umgebracht wurden und 20.000 Gefangene. Und die Welt schaut zu. Die Protestierenden hoffen, dass Deutschland keine Geschäfte mehr mit dem Iran macht. Das Mullah-Regime bedrohe die Zukunft aller. Wenn dieses Regime stürzt, dann haben wir alle Ruhe, nicht nur in Iran, sondern im Nahen Osten und in Europa auch. Jeder Diktator hatte also ein Ende und das ist schon diese große Hoffnung. Und noch was uns also Kraft bringt, diese Proteste also im Iran. Viele Demonstranten hoffen heute auf eine Art des stillen Protestes. So könnte die iranische Bevölkerung das geistliche Oberhaupt Ayatollah Khamenei mit einer niedrigen Wahlbeteiligung bestrafen, zumindest symbolisch. Was früher gut funktioniert hat, läuft heute nicht mehr und das trifft auf viele Einkaufsstraßen zu, auch auf die Frankfurter Zeil. Die galt nämlich als eine der umsatzstärksten Deutschlands, aber ihre besten Jahre, ja, die sind vorbei. Viele Läden mussten schließen und stehen seitdem leer. Deshalb müssen neue Konzepte her, die nicht nur aus Shopping bestehen. Belebt, bunt und laut. Das ist die Frankfurter Zeil, wie wir sie kennen. Doch es kommt immer mehr Leerstand dazu. Neue Pläne müssen her. Genau hier in dieses Gebäude soll zum Beispiel bald eine Grundschule einziehen. Ich finde, es ist kein passender Ort für eine Grundschule. Gerade mit dem ganzen Publikumsverkehr hier und dann plötzlich eine Schule da drin, weiß ich nicht. Also ich würde schon sagen, Schule gehört irgendwo abgelegen hin. Finde ich eine gute Idee, weil hier ist ja alles tot momentan. Also die Zeil ist nicht mehr schön. Denn genau das ist das Problem. Viele Gebäude und Ladenflächen auf der Zeil stehen leer. Eine Nutzungsmischung soll die Lösung bringen. Hotels, Cafés, Dachterrassen und eben eine Grundschule. Die Kinder müssten aber natürlich nicht durch den Laden durchlaufen, sondern bekämen einen separaten Eingang im Hinterhof. Die Grundschule würde auch nicht am Erdgeschoss sein, sondern die würde drittes, viertes, fünftes Obergeschoss sein. Und wir prüfen eben vor allen Dingen auch, gibt es genügend Freiflächen für die Kinder? Das ist uns sehr wichtig. Also die Kinder brauchen natürlich auch Freiflächen zum Toben, zum Spielen, also einen Schulhof. Da prüfen wir eben, können wir das eben auf den Dachflächen zum Beispiel unterbringen, dass dort eben ein attraktiver Freiraum auch für die Kinder entstehen kann. Kevin Meyer ist Geschäftsführer der zuständigen Immobilienfirma und er hofft sich durch die Umbaupläne die Innenstadt zukunftsfähiger zu machen. Wir haben uns sehr stark auf eine Mononutzung
versteift, was ja auch Jahrzehnte lang gut funktioniert hat. Und wenn man sich aber andere Städte anguckt, Paris, London, da haben wir schon eine viel höhere Dichte und eine viel höhere Urbanität und eine höhere Vielfalt. Ich glaube, es muss mehr Entertainment reinkommen, es muss mehr Unterhaltung reinkommen. Der Betrieb von Peek und Cloppenburg soll während der Bauarbeiten nicht eingeschränkt sein. Insgesamt setzt man hier auf Umbau statt Neubau. Das Wichtigste ist bei Nachhaltigkeit, dass man so viel im Bestand bewahrt wie nur möglich. Und das machen wir auch hier. Wir reißen recht wenig ab, nur sagen wir, die oberen Geschosse. Das Material wird auch wieder recycelt und gegebenenfalls an der anderen Stelle eingebaut. Also das ist ganz klar. Und dann bauen wir eigentlich alles, was oben drauf kommt, neu gebaut wird, aus Holz. So will man es schaffen, dass das Ladengeschäft sich zwar verkleinert, aber trotzdem bestehen bleiben kann. Aber ist das wirklich gut für die Innenstädte, wenn aus ehemaligen Verkaufsflächen plötzlich allerlei anderes wird? Wir stehen dem sehr, sehr positiv gegenüber. Handel muss ein wichtiger Frequenzbringer in den Innenstädten bleiben. Aber wir brauchen andere Nutzungskonzepte wie Freizeitmöglichkeiten, wie Gastronomie, wie beispielsweise auch Bibliotheken. Damit das Konzept der neuen Flächennutzung am Ende aber aufgeht, muss sich auch der Einzelhandel selbst verändern. Ich kann mir gut vorstellen, dass der Einzelhandel hier in 20, 30, 40 Jahren weiterhin gut funktionieren wird, wenn er bestimmte Angebote hat, die er heute nicht hat. Zum Beispiel mehr Reparieren, mehr Service, mehr Beratung. Das sind einige dabei, die da schon relativ weit vorne dabei sind und eben sehr, sehr gut angenommen werden und auch schwarze Zahlen schreiben. Die Zeil steht im Wandel. Frühestens in 3 bis 4 Jahren werden wir dann wissen, ob die vielen Ideen wirklich zukunftsfähig waren. Der ÖPNV wird gerade bestreikt, das hatten wir schon am Anfang der Sendung. Seit 2 Tagen streikt auch das Bodenpersonal der Lufthansa. Morgen kommt ein weiterer Bereich dazu. Nochmal Nachrichten mit Claudia. Ja, morgen soll auch die Frachttochter Lufthansa Cargo bestreikt werden. 2500 Mitarbeitende sind dort beschäftigt. Der Passagierbereich werde aber weiter verschont. Der 3-tägige Warnstreik bei den verschiedenen Technikgesellschaften der Lufthansa soll morgen um Mitternacht enden. Das Regierungspräsidium Darmstadt hat einen neuen Chef. Heute war Amtseinführung im Staatstheater. Also Vorhang auf für Jan Hilligard von der SPD. Er übernimmt künftig als Regierungspräsident. Damit löst er die Grünen-Politikerin Brigitte Lindscheid ab. Sie hört nach 10 Jahren im Amt auf. Hilligard war bisher Direktor des Hessischen Landkreistags. Sein Fachgebiet ist Stadt- und Regionalplanung. Das Regierungspräsidium Darmstadt setzt landespolitische Entscheidungen und genehmigt zum Beispiel Windräder. Wenn Salvador Dali noch leben würde, dann würde er Instagram, TikTok, Social Media lieben. Er war perfekt im Spiel mit der Öffentlichkeit und der Inszenierung seiner selbst. In Steinau an der Straße im Main-Kinzig-Kreis ist seit heute eine umfangreiche Sammlung mit mehr als 500 Werken zu sehen. Die Ausstellung, die im Rathaus und im Brüder-Grimm-Haus gezeigt wird, umfasst die gesamte Schaffensphase des einflussreichen Künstlers aus dem 20. Jahrhundert. Ausgestellt sind Bilder, Skulpturen, Fotos, Schmuck, Porzellan und Kleidungsstücke sowie Möbel, die Dali geschaffen oder entworfen hat. Bereichert wird die Ausstellung durch eine sehr realistische Figur, die Dali im Alter von 50 Jahren zeigt. Und das war's von Nachrichtenhöhe. Ja, eigentlich sind Playmobil-Figuren als Reaktion auf die Ölkrise in den 70ern entstanden. Damals war Kunststoff nämlich so teuer, dass der Erfinder eben kleine Figuren gemacht hat. Ja, und weniger Material brauchte. Erst wurde er dafür belächelt und mittlerweile sind die Figuren aus keinem Kinderzimmer mehr wegzudenken. Und jetzt, zum 50. Geburtstag, gibt's die auch auf Briefmarken. Die Welt von Playmobil, die ist in ständiger Bewegung. Seit 20 Jahren arbeitet dieser Postbote, nennen wir ihn mal Max, in dieser damals hochmodernen Postfiliale. Geführt von einem Filialleiter, der so wie der Postbote natürlich eine Krawatte trug. Alles naturgetreu vorhanden. Eine Paketwaage, eine Kasse, nur die passenden Briefmarken fehlten. Bis heute. Denn ab sofort ist sie an jedem Schalter zu bekommen, die Briefmarke mit den Playmobil-Figuren drauf. Im Frankfurter Museum für Kommunikation wurde das gemeinsame Projekt von Post und Playmobil heute vorgestellt. So wie viele andere auch, habe auch ich während meiner Kindheit mit Playmobil gespielt, habe es verdöttert, es waren Sehnsuchtsobjekte, das Piratenschiff, die Ritterburg, das waren alles Themen, die haben meine Kindheit auch beeinflusst. Für die
Menschen hier in Deutschland. Es ist einfach ein tolles Gefühl, dass sie mit dem, was sie in der Kindheit gespielt haben, jetzt auch als Briefmarke zu haben. Sie sind bunt und sie sind viele. 3,8 Milliarden Playmobil-Figuren bevölkern heute den Erdball. 4000 verschiedene Charaktere gibt es. Eine Playmobil-Briefmarke mit einer Auflage von 40 Millionen bisher aber noch nicht. Und das bringt Playmobil-Fans und Briefmarkensammler zusammen. Wer es schafft, 50 Jahre jedes Jahr ins Kinderzimmer zu kommen, der schafft es auch auf die Briefmarke. Voll verdient. Interessanter Gimmick und der mich auf jeden Fall dazu animiert, jetzt auch mal eine Briefmarke zu kaufen. Es zeigt so schön den Wandel und die Diversität von Playmobil. Das ist hervorragend. Im ständigen Wandel, auch der Alltag von Max, dem Postboten. Im Lauf der Jahre hat er ein Fahrrad bekommen und eine weibliche Kollegin, die vielleicht Maximiliane heißt und das Postauto fährt. Beladen mit vielen, vielen Briefen und diesen nagelneuen Briefmarken. Ja, Bobfahren ist schon eine spektakuläre Sportart, mit mehr als 100 km/h durch die Bahn zu sausen. Das ist schon spannend. Und Hessen ist mittlerweile eine richtige Bob-Hochburg geworden. Olympiasiegerin und Weltmeisterin Laura Nolte zum Beispiel hat ihren Lebensmittelpunkt mittlerweile in Frankfurt. Zusammen mit ihrer Anschieberin Deborah Levy hat sie hier optimale Trainingsbedingungen. Im Leichtathletikzentrum trainieren zurzeit viele Sportlerinnen und Sportler, die im Weltcup aktiv sind und um Medaillen fahren. Ja, und in der Weltspitze sind plötzlich auch die beiden Gießener Brüder Adam und Issam Amur angekommen. Sie sitzen gemeinsam im Zweierbob und das ziemlich erfolgreich. Es ist ihre Saison. Nein, eigentlich ist es eine Sensation. Die Amur-Brüder werden am 4. Februar Europameister. Und am letzten Sonntag gewinnen sie WM-Silber. Fast vor der Haustür in Winterberg. In der ersten Weltcup-Saison ist auch irgendwie ein Wunder. Jetzt erst mal nach der Europacup-Saison, jetzt eine Weltcup-Saison und dann eine WM und dann eine Medaille direkt. Muss man erst mal tief durchatmen, das ist krass. Ja, ist natürlich geisteskrank jetzt hier nach der EM. Was ein großes Ziel schon von uns war, die wir haben gewinnen können, war das nochmal ein ganz besonderes Highlight, die WM. Issam, der Anschieber im Zweier, ist seit 9 Jahren im Bobsport dabei. Aber Adam, der 8 Jahre jüngere Bruder, wurde nach einer Verletzung im Turnen von ihm überredet, Bobpilot zu werden. Da war er niedergeschlagen, der ist Turner gewesen. Ich meine, Bobsport macht Spaß. Ich habe es leider nicht als Pilot geschafft. Ich wäre gerne Pilot geworden. War aber cool. Also kann man nicht mit wirklich was beschreiben. So, man muss mal sich reinsetzen und dann weiß man noch, wie das ist. Wir fahren mal mit. Und so sieht das aus. Mega. Schlaf geht das jetzt nicht, also jede Fahrt ist ein bisschen anders. Die Jungs aus Gießen rasen mit Tempo 130 die Bahn runter. Und am Ende kommt es auf hundertste Sekunden an, auf die perfekten Lenkeinschläge. Und wenn die nicht stimmen, dann kann ganz schnell ganz viel schiefgehen. Als Brüderpaar sind sie ohnehin etwas Besonderes im Bobsport. Bei der großen Weltmeisterschaft von den Senioren gab es bisher, soweit ich gelesen habe, kein Brüderpaar, das jemals auf dem Podest stand. Issam wird am Wochenende als Unterstützer dabei sein, wenn Adam den Viererbob lenkt. Vielleicht geht es sogar wieder um eine WM-Medaille auf dieser Bahn in Winterberg. Ja, und auch die Frauen treten morgen bei der WM im Zweierbob an. Und sowohl Laura Nolte aus Frankfurt als auch Kim Kalicki aus Wiesbaden haben gute Chancen auf eine Goldmedaille. Also ein spannendes Hessen-Duell. Wir schalten morgen in der Hessenschau live nach Winterberg. Ja, wie hätte es sich angehört, wenn Sting, Bob Marley oder auch Céline Dion ihre Lieder auf Hessisch gesungen hätten? Wissen wir natürlich nicht, beziehungsweise noch nicht. Doch diese beiden Künstler aus Frankfurt zeigen es uns. Sie haben nämlich die Texte aus dem Englischen ins Hessische übersetzt, mit kleinen Anpassungen. Ja, und wie sich das anhört, das haben wir uns bei einem Auftritt in Schlitz angeschaut. Das Original von Sting ist auf Englisch. Auf Hessisch klingt Englishman in New York so. Ich trinke keinen Kaffee, ich trinke Appleboy. Ich mag mein Handkäse mit Musik. Wenn du meinen Tonfall hörst, erkennst es gleich an ihm. Ich bin ein Hesse, Bub in Berlin. Und aus I Shot the Sheriff von Bob Marley wird Ich hab der Wachtmeister erschossen.
aber das war Selbstverteidigung. Ich hab den Wachtmeister erschossen und es ist mehr wie nur eine Ordnungswidrigkeit. 2011 haben Tillmann und Elis für ihr Kabarettprogramm erstmals einen Welthit ins Hessische umgetextet. Das kam so gut an, dass sie sich viele weitere große Hits vornahmen, übersetzten und damit inzwischen ein zweistündiges Bühnenprogramm füllen. Alles auf Hessisch, textlich nah am Original mit kleinen, aber feinen Änderungen. Und das Einzige, was wir austauschen, sind so Ortsnamen zum Beispiel oder auch Namen von Personen. Und ich glaube schon, wenn, keine Ahnung, Johnny jemand Günther heißt, dann ist das irgendwie für die Leute so noch mal näher. Das ist schon mal komisch, ja. Und das Hessische ist ja auch so eine schöne rhythmische Sprache. Dadurch, dass man ein paar Endungen manchmal weglässt oder verkürzt und habe, gäbe, gugge und sowas, das ist schön einzubauen, wenn man ein bisschen rhythmisch singt. Ja. Ohne dein Fenster könnte ich für immer bleiben. Ach, wenn es Nacht wird und die Sonne da nun ergeht. Welthits auf Hessisch gesungen offenbaren auch ein besonderes Potenzial unseres Dialektes. Aus O Sole Mio wird O mein Sonn. Poesie, Liebe und Erotik in wenigen Zeilen vereint. O meine Sonn. Ich glaube, es liegt schon an dem Wort erotisch, wenn man es so sagt. Ne? Es ist so schön weich. Gell? Ja, die ganze Sprache ist so schön weich. So anders als Berlinerisch, was ja eher hart ist. Ne? Das ist wenig Erotik. Mein Herz schlägt als weiter. Céline Dion's My Heart Will Go On verfehlt die Wirkung nicht. Du bist hier und es macht was mit mir. Und ich weiß, dass das Herz bei dir schlägt. Fühlen Sie sich erotisiert? Wie die Wutze. Dass mich ein Mann jetzt in der Sprache erotisieren möchte, nee. Könnte ich mir vorstellen, ja, das Hessisch, das hat so was Hintergründiges. Ich bin Fremde hier, ganz legale Fremde hier. Erotik hin oder her, das Publikum in Schlitz hatte einen tollen Abend. Welthits auf Hessisch, das nächste Konzert, für das es noch Tickets gibt, am 19. April in Lorsch. Vielen Dank. Also ich finde jetzt nicht unbedingt erotisch, aber das war's von uns. Nach der Tagesschau geht's weiter mit dem Fahrrad durchs Traunviertel. Aber schön ist es schon. Ja, es ist schon irgendwie süß. 21.45 Uhr nochmal die späte Hessenschau. Tschüss. Und Simone Kienes hat jetzt das Wetter und morgen ist Andreas Hieke hier. Tschüss. Ciao.